Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Weihnachten steht vor der Tür und ich habe ein perfektes Dessert für euch. Es ist super einfach in der Herstellung und unglaublich lecker. Wir machen sozusagen einen Apfelkuchen im Glas. Wir werden uns hier Äpfel etwas kochen. Wir haben Streusel, die wir einsetzen und auch noch eine Zimt-Quark-Creme. Alles im Glas, fast ein Apfelkuchen im Glas, so einfach kann es sein. Ich weiß, meistens ist man im Stress, darum muss es simpel sein. Ich mache als erstes einmal die Streusel. Dazu gebe ich 30 Gramm Haselnüsse auf den Tisch, 120 Gramm Weizenmehl, 55, klassisches Weißmehl, brauner Zucker, 90 Gramm, 90 Gramm Butter, Prise Salz. Alles zusammenmischen. Kannst du natürlich auch in der Küchenmaschine machen, absolut kein Problem. Das sind unsere schnellen Streusel, die wir hier machen. So in der Hand fein reiben, bis alles schön gemischt ist. Gibt schon eine wunderschöne Farbe. Guck dir das mal an. Super einfach, simple Streusel. Die packe ich jetzt einfach hier auf ein Backblech. Die werden gebacken bei 180 Grad, etwa für 10-15 Minuten. Ab in den Ofen damit. Schritt 2, unsere Apfelfüllung. Dazu 4 Äpfel schälen. Etwa 500 Gramm brauchen wir hier. Schneiden wir uns in Würfel. Äpfel vierteln. Kerngehäuse rausschneiden. Dann diesen Viertel hier noch einmal in Streifen schneiden. Und dann in Würfel. Alles in einen Kochtopf rein. 50 Gramm Hello Sweetie dazu. Das Ganze einmal so ein bisschen unterrühren. Den Saft einer Zitrone mit dazu. Ein paar alte, ausgekratzte Vanilleschote und eine Zimtstange. Und dann 5 bis 10 Minuten köcheln lassen. Unser Crumble kommt zum Ofen raus, der darf richtig gut Farbe haben, wunderbar auskühlen lassen. Nach 10 Minuten köchelt das ganz schön, wunderbar. So sieht das super gut aus, fast so ein bisschen leicht karamellisiert. Auf die Seite stellen und auskühlen lassen. Jetzt noch die Füllung, dann sind wir durch, dann wird geschichtet. 60 Gramm Hello Sweetie oder Kristallzucker ist bereits in der Schüssel. Jetzt brauche ich noch je 250 Gramm Mascarpone und 250 Gramm Magerquark. Also einmal kräftig durchrühren, klumpenfrei, geschmeidig verrühren. Zum Schluss noch etwas Zimt, so circa 1 Gramm, reicht völlig aus. Oder einen Teelöffel voll. Das darunter mischen. Wunderbar. Nehmen wir alles auf den Tisch und füllen das Ganze ab. Unseren Crumble hier ein bisschen zusammenlegen und dann einmal mit dem Wallholz darüber fahren, damit das noch ein bisschen gleichmäßiger fein wird. Hier unser Gestrüppe entfernen. Ich habe hier solche Weggläschen. Jetzt nehme ich zuerst etwas Streusel, lege das unten rein. Nächster Schritt, unsere Apfelfüllung. Was ich jetzt hier noch mache, mit einem Löffel so etwas gleichmäßig verteilen. Nicht, dass es so oben bombiert ist, sondern gleichmäßig ein bisschen runterdrücken. Sieht jetzt schon klasse aus. Als nächstes kommt die Füllung. Hier wichtig, der Crumble muss wirklich gut gebacken sein, sonst wird das Ganze nach einiger Zeit wieder weich, wenn du hier zusätzlich noch die Äpfel reingibst. Darum ist der relativ gut gebacken, aber natürlich nicht schwarz oder dunkel, dass er bitter wird. So hast du einfach länger Zeit für die Vorbereitung. Um das geht es ja bei Weihnachten. Am besten mit einem Spritzbeutel dann hier reinspritzen. Und auch hier wippe ich so mit einem Löffel noch hin und her, dass die Füllung schön verteilt ist. Dann die restlichen Streusel nehmen und oben noch verteilen. Sieht doch richtig cool aus, diese Schichtungen. So kannst du dir das bequem vorbereiten, in den Kühlschrank stellen und dann, wenn du servieren willst, kurz vorher hier noch fertigstellen,
Etwas Puderzucker nur ganz leicht über die oberen Streusel. Ein paar feine Apfelschnitze noch einmal halbieren und dann immer drei Stück so zu einem Fächer anreihen und auf der Seite reinstellen. Probieren wir eins. Das sieht richtig klasse aus. Was mich häufig stört bei diesem Dessert im Glas, auf den Bildern ist das oben so überfüllt. Das sieht natürlich auf dem Bild viel besser aus, aber in der Praxis zum Essen, mühsam. Darum habe ich das nicht ganz hoch gefüllt, dass ich hier mit dem Löffel noch reingehen kann und dann kommt das eh automatisch hoch. Und wenn es jetzt schon überfüllt ist, hast du alles auf dem Teller. Und hier richtig reingehen, von unten alles rausholen. Ja, guck dir das mal an. Cremig, wir haben Äpfel, Füllung, Crumble, alles auf einmal. So muss das aussehen. Extrem aromatisch. Super mit den Texturen, der Crumble, schöner Biss. Dann kommt die weiche Füllung, kommen die Äpfel. Die Äpfel haben so eine leichte säuerliche Note noch. Die Crumble relativ süß. Dann kommt auch schon der Zimt aus der Creme. Ja, super harmonisches, einfaches Dessert. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Vielleicht wird das ja dein Weihnachtsdessert, wer weiß. Unbedingt einen Kommentar da lassen, Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel.